Euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor einigen Stunden wurde mir ein Fanpaket zugestellt. Und zwar von der lieben Bierjunker. Und in diesem Video werde ich dieses Fanpaket öffnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So. Ich versuche das erstmal so zu öffnen. Na gut, wird ein bisschen schwierig. Deswegen nehme ich mal lieber eine Schere. Hätte ja sein können, dass ich das so geöffnet bekomme. Gezielte Schnitte machen. Echt ein Qualitätsband. Aber ich habe es gleich geschafft. Dort nur einen kleinen Augenblick. Ich habe es offen, teilweise. Aber den Karton kann ich auf jeden Fall nicht verwenden. So, ich muss ein bisschen aufpassen, denn hier steht Vorsicht, zerbrechlich. Ach ja, ich habe ja voll vergessen zu erwähnen, hier ist meine Adresse. Hier könnt ihr mir Fanpost, Fanpakete und ähnliches schicken. Aber wenn ihr mir ein Paket schickt, denkt dran, mir rechtzeitig die Sendungsnummer zukommen zu lassen. Weil sonst kann es sein, dass euch das wieder zurückgeschickt wird. Und mit der Sendungsnummer kann ich das immer gut nachverfolgen, wo das Paket sich gerade befindet und kann das gegebenenfalls umleiten. Das jetzt nur mal so am Rande erwähnt. So, das Paket ist offen. So, hier ist ein Zettel drinne. Bitte die Zettel nicht von hinten filmen. Gläser prüfen, knacken, top hoch, zischen oder sprudeln, flop unten. Okay. So, das war jetzt der Zettel, der hier drin ist, da ich den Zettel nicht von hinten filmen soll. Ich packe kurz mal das Paket nach unten und schmeiße den Zettel auf den Boden hin. So. Also das, was hier drin ist, ist schon mal Samyang Bulldog. Die sind echt lecker. Habe ich vor 3 Jahren das erste und einzige Mal gefuttert und die sind echt scharf, aber lecker. So, hier ist noch ein Zettel drin. So, ich lese euch mal den Zettel vor, ohne dass ich den in die Kamera halte. Lieber Flatti, Rülps, zweiter Versuch. Hoffe, heute kommen meine Köstlichkeiten bei dir heile an. Gerne zeige uns, wie bzw. zu was du sie verspeist. Liebste Bierjunker-Grüße. Vielen Dank, Bierjunker, für das tolle Paket. Aber war echt ärgerlich gewesen, dass es beim ersten Versuch gescheitert ist. Beim ersten Versuch ist es nämlich so gewesen, dass das Paket auf dem Weg zu mir beschädigt wurde und deswegen an den Absender zurückgesendet wurde. Ärgerlich, aber kann man nichts machen. Aber jetzt beim zweiten Versuch hat das ja jetzt prima geklappt. So, in der Zwischenzeit habe ich den zweiten Zettel auf den Boden geworfen, damit ich den nicht aus Versehen filme.
So, hier schon mal ein bisschen Füllstoff drin. Fühlt sich ganz gut an. Oha, innen drin ist es auch noch gut abgeklebt. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss den Karton komplett zerstören. Okay, das eine Glas ist schon mal ein bisschen ausgelaufen. Ja, ist ausgelaufen. Aber diesmal wurde es gut verpackt. Wenigstens ist diesmal nicht durch den Karton getropft. Nicht, dass es wieder zurückgeschickt werden müsste. Okay. Was ist das? Lecho! Aber riechen tut das schon mal richtig lecker. So, die Frage ist, wo packe ich das jetzt hin? Bisschen wenig Platz habe ich hier. Ach, ich stelle es einmal kurz auf den Boden hin. In der Hoffnung, dass ich das nicht aus Versehen gleich umschmeiße. So, das zweite Glas beinhaltet Rote Beete, hergestellt November 22. Sieht auf jeden Fall echt lecker aus. So, stelle ich auch mal auf den Boden hin. Bisschen Füllstoff rausholen. So, und das dritte Glas fische ich jetzt raus und es beinhaltet Trommelwirbel, bitte. Leider habe ich keinen Trommelwirbelsong, den ich jetzt abspielen kann. Oh, sieht auf jeden Fall auch lecker aus. Ist nicht ausgelaufen. Okay, hier stehen nur irgendwelche Buchstabenkombinationen. Also da muss ich gucken, was das ist. Werde ich später auf jeden Fall herausfinden. Oder irgendwann, wenn ich das mal verspeise. Muss ich mal gucken, wann ich das mal esse oder probiere. Aber sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. So. Hier hätten wir ein Tomatenchutney. Sieht auch sehr lecker aus. Also irgendwas muss ich mir echt Geiles einfallen lassen, wo ich alle Zutaten hier mal verwenden könnte. Und das letzte, was hier drin ist, ist Kürbisapfel. Kürbisapfelmus sieht lecker aus. So, da stelle ich mal auch auf den Boden hin. So, und das Fanpaket ist leer. Ich kann ja den Karton noch mal ein bisschen weiter zerstören. Der ist eh nicht mehr zu retten. Ja, das Paket ist leer. Oder der Karton besser gesagt. Vielen Dank an Bierjunker für die tollen Köstlichkeiten. Darüber freue ich mich sehr. Und ich muss mir echt mal überlegen, wie ich das essen werde. Also auf jeden Fall werde ich bestimmt dazu ein Video machen. Und dann habe ich mir bis dahin auch gut überlegt, wie ich eine Folge Mein Essen vom drehen kann. So, an dieser Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.
Ooh.